zu meinem Vater. Er ist ohne Bewusstsein. Er schläft. Seien Sie doch vernünftig. Ich muss ihn doch wenigstens sehen. Er ist doch mein Vater, bitte. Also gut. Eine Minute. Und kein Wort. Auch nicht zum Doktor. Sonst bekomme ich Ärger. Verzeihung. Fräulein Dorakis? Ja? Grüß Gott. Heimann, Kriminalpolizei. Darf ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Von wem haben Sie es denn erfahren? Das Krankenhaus hat angerufen. Was ist denn überhaupt passiert? Also, Ihr Vater hatte einen Streit. Der andere Mann ist tot, vom Dach gestürzt. Er heißt Jagert, Klaus Jagert. Kennen Sie ihn? Kannten Sie Klaus Jagert? Fräulein Dorakis, Sie müssen mir jetzt... Ich muss gar nichts! Ich muss zurück zu meinem Arbeitsplatz. Wo arbeiten Sie? Reisebüro am Hauptbahnhof. Wenn Sie mich während meiner Arbeitszeit sprechen wollen, müssen Sie meinen Chef um Erlaubnis fragen. Sie sind aufgeregt und ich kann das sehr gut verstehen, aber früher oder später werden Sie nicht darum herumkommen, uns einige Fragen zu beantworten. Hier rufen Sie diese Telefonnummer an und verlangen Sie Herrn Hauptkommissar Köster, wenn sich etwas beruhigt haben, meine ich.